Lenkradbewegung, Gürtel, Hüfte verdrehen, nach der Schritt. In den Gürtel verdrehen, ne? Die rechte in dem Fall zieht nach unten, nach der Schritt. In den Gürtel, Hüfte verdrehen, nach der Schritt. Ja. Kulgari, ja, beziehungsweise Fußhakler, wenn euch das ein Begriff ist bei gleicher Auslage. Fahrtsituation hier, ne? Beide stehen rechts. Ne? Einer zieht in die Richtung, ja, der andere in die nächste in die Richtung. Ja. Hat man ja häufig, ne, bei gleicher Auslage. Also ich ziehe die, er zieht in die andere Richtung. Ja. Ich nutze das aus. Ne? Versuche das Bein, was ich anbeiße, ja, das Bein, was ich angreife, hier so richtig schön hinterzustellen, ja, zu blockieren quasi. Er die kleine Möglichkeit hat, oder wenig Möglichkeit hat, auszusteigen. Wenn er aussteigen sollte, schiebe ich einfach nur das Bein in die Kniekehle. Arm festlegen, ne? In die Richtung ziehen, nach der Schritt. Ne? Wichtig ist, dass der Partner entsprechend in der Partsituation steht, in die Richtung ziehen möchte. Ja? Und wir nutzen das einfach aus. Wir lassen wieder eine Finte, ja? Wir lassen uns ein bisschen ziehen. Wir gehen nicht ganz so mit, wir lassen uns ein bisschen ziehen, ja? Und machen jetzt den. Mein Partner aber näher dran mit seinem Knie, mit dem rechten. Ja? So. Jetzt ist für die Variante, die wir gerade gemacht haben mit dem Kulgari, ist das ungünstig, wenn ich jetzt starte. Jetzt laufe ich ungenau rein. Ja? Wenn ich jetzt hier irgendwas mache, dreht er sich einfach nur ein und ich mache einen tierischen Einschlag. In dieser Situation gibt es eine ganz einfache Lösung. Ja? Und zwar steht ja mein Knie schon relativ nahe dran, an seinem. Ja. Ganz einfach nur einen kleinen Kick mit dem Knie geben. Ja. Kleinen Kick, ja, das ist alles legitim. Guck. Immer wieder beim Sasa. Ja. Platz schaffen. Ja. Platz schaffen. Ochi. Oder was ihr gerade an Spezialtechniken drauf habt. Umso enger der dran ist, umso einfacher funktioniert es. Ne?